بسم الله الرحمن الرحيم. Machen wir noch weiter bei zweitens. Wir sagten Uzair, manche Juden oder einige unter den Juden behaupteten, dass Uzair der Sohn Allahs sei. Und es wurde gesagt, dass dieser Uzair ein rechtschaffener Mann war. Und es wurde gesagt, er war ein Prophet. Und er wurde im Koran erwähnt, unter anderem in Surat al-Baqarah. Nach einige Verse nach Ayat al-Kursi wurde er erwähnt. Und zwar die Geschichte von Uzair ist, er war ein rechtschaffener Mann oder ein Prophet, und er gehörte nach Musa a.s. zu den wenigen, die die Tora auswendig hatten. Und dann gab ihm Allah subhanahu wa ta'ala einige Wunderzeichen. Er ließ ihn sterben und dann wurde er wieder von Allah lebendig gemacht. Und die Juden oder einige Juden sagten dann, er ist der Sohn Allahs. Und die Geschichte von ihnen ist eine schöne, eine sehr lange Geschichte, die Ibn Kathir unter anderem in seinem großartigen Werk Al-Bidaya wa Nihaya erwähnt hat.